Herzlich willkommen, liebe Musikerinnen und Musiker aus Polen und Deutschland. Ich bedauere sehr, liebe Freunde, ich bedauere sehr, dass ihr heute nicht hier sein könnt, in Bremen, in unserer Stiftung und in unserer Sammlung. Welcome, dear musical friends from Poland. I'm very sad that you cannot be here today at the art gallery here in Bremen and as well not participate at the festival, which usually would be in Bremen. Einige von euch sind ja schon im letzten Jahr hier gewesen und wir waren sehr begeistert von eurer Begeisterung. Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr uns alle wiedersehen oder neue Kinder und auch Erwachsene zu uns kommen und hoffentlich ebenso begeistert sind. Und deshalb möchte ich gerne Ihnen und euch jetzt ein paar Stücke aus unserer Sammlung zeigen. Some of you already have been here in the last year and have seen the gallery and we were very excited to see your excitement and we would also very like to see this excitement again and with in new faces. So it would be a pleasure to see new people here, young as well as older, and welcome you here at the art gallery. And to give you some first teaser of how this looks like, we will show you some exclusive pictures, paintings, but this is only to give you a first impression, and all the rest you will see when you hopefully will be here in the next year. Hier hinter uns beiden ist ein sehr großes Bild von Thomas Hartmann. Es heißt, die Natur ist größer. Sie können sich oder ihr könnt euch nun selbst ausdenken, was ist da eigentlich drauf. Also man hat immer die Chance, selber etwas zu sehen oder zu sagen, boah, es sind nur Striche oder was ihr wollt. Behind us you see a painting by Thomas Hartmann. It is called The Nature is Greater. And you can imagine yourself what you really see in it. So is it just strokes or do you see plants or people? It is up to you what you make of it. Also auf dieses Bild würde ich euch gerne besonders hinweisen, weil es ein unser ältestes Bild ist, von August Macke, 1912 gemalt. Und dieser Maler August Macke ist dann gleich im Ersten Weltkrieg in den ersten vier Wochen gestorben, also gefallen als Soldat und ja, war dann 1914 schon gestorben und er hat diese Arbeit gemacht, die jetzt immer noch so frisch und jung und toll aussieht, finde ich, abstrakt auch, was damals noch ungewöhnlich war, dass es etwas ganz Besonderes ist, finde ich. I wanted to show you this picture because it is the oldest painting in our gallery. It is by August Macke from 1912. Unfortunately, August Macke died a few weeks after the First World War was declared in 1914. But this picture shows a freshness and is so colorful, which is kind of unusual for its time. And therefore, it is a unikate, which is, well, but which I really wanted to show you. Das Bild, was wir eben gesehen haben von August Macke, war ja eigentlich auch schon wie ein großer Erdball, vielfältig. Und hier haben wir jetzt einen dicken Mond. Das ist eine Arbeit von Salvador Dali, 1966, wie man sieht, gemalt, zu einer Zeit, als wir alle noch ganz euphorisch waren, dass wir bald auf den Mond in Urlaub fahren werden. This painting that which we have just seen by August Macke was already in the form of an earth ball, and now we see a moon painted by the legendary Salvador Dali in 1966, and that was during a time where people still were euphoristic about traveling to the moon for making vacation soon. Es heißt Un homme sur la lune, also ein Mann auf dem Mond. Und in der romanischen Sprache ist ja der Mond weiblich.
und die Sonne männlich. Und insofern ist es auch ein Bild, das die Geschichte von Männern und Frauen erzählt, von Aggressionen und Zerstörungen. Und also es ist sehr, sehr vielfältig. Es sind auch viele kleine Geschichten darin, hier wie die Madonna oder hier ist die Decke vom Pantheon. Diese kleinen Teile sind Rhinoceros-Zähne, sollen sie darstellen. Man war der Ansicht, dass die ein Potenzmittel seien. Also es sind sehr viele Dinge da, die also zwischen Männern und Frauen eine Rolle spielen. Es kann aber auch einfach nur schön sein. The title of this painting is Human on the Moon. And in the romantic languages, the moon is female. So this picture is full of little stories about man and woman. We see the painting of Madonna and also the top of the Pantheon, as well as rhinoceros, what's it called? Horns or teeth? Teeth it is. So it is full of stories about aggression and domination. And it is again up to you how you interpret these. Also, diese Arbeit ist von Konstantin Jaksi, einem Bremer Bildhauer. Mir erscheint es immer wie ein nächtlicher Blumengarten. In Wirklichkeit sind aber diese schwarzen Gebilde eigentlich Nachbildungen von Straßenlaternen in Berlin-Ost und in Berlin-West. Also etwas ganz Profanes und gar nicht romantisch. Aber hier hat es eine ganz andere Entwicklung genommen. This piece of work, this piece of art, is playful with shadows, and when I look at it, it kind of reminds me of a garden of flowers at night, but in fact it only shows street lanterns in its different forms from, I guess, from Berlin. Berlin. Also diese beiden blauen Kugeln, sage ich jetzt mal, sind keine blauen Kugeln, sondern Bubbles, nämlich Luftblasen, von Ai Weiwei, ein berühmter chinesischer Künstler, der eigentlich in aller Welt sehr Dinge problematisiert. Aber dieses sind Keramiken in einer alten chinesischen Tradition gemacht. So these two blue balls we see here are actually bubbles of air, and they are made by Ai Weiwei, a Chinese artist, and these are traditional works of Chinese ceramic works, I guess. Mm-hmm. Yes. And it is important to notice when you look at it to see the reflections of people going around and moving on these surfaces. Genau, also das Kunstwerk lebt, wenn wir alle mitmachen. Und ich hoffe, dass im nächsten Jahr ihr alle mitmacht und wieder hier seid oder zum ersten Mal hier seid. Und wir würden uns riesig freuen, wenn im September ihr alle nach Bremen kommt und bis dahin ganz, ganz fleißig geübt habt, damit wir hier auch ein ganz tolles Konzert erleben können in Bremen. Also, das Gästebuch wird gleich noch zu sehen sein und ich hoffe, ihr werdet euch dort alle eintragen. Ich danke euch und freue mich auf euch in 2021. So, this is a very lovely piece of art and I hope also to see you in life next year, 2021. At our collection, and you will also see the guest book in a few seconds, and I hope that you all come to do an entry yourself, and we are already excited to invite you here to our collection, and we hope we will have the same excitement or even more than in the last year.
Thank you.